Danke vielmals, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also wenn die Situation, in der wir alle zusammenstecken, weltweit durch diese Pandemie nicht so ernst wäre, gell, dann könnte man über diverse Wortmeldungen, die heute hier erinnern, zu dieser ernsten Situation gefallen sind, eigentlich wirklich nur lachen. Es freut mich aber trotzdem, dass heute die Initiative von unserer Bundesregierung an der Spitze unsere Frau Bundesministerin Köstinger und jetzt mit dem Gesundheitsminister zum Thema des grünen Passes. Inhaltlich hatte unser Universitätsprofessor Dr. Smole ja schon auch alles gesagt. Da möchte ich nicht hingehen, aber ich möchte einfach nur sagen, Leute, wie schaut das für die Tourismuswirtschaft aus? Und über die Freizeitwirtschaft wird ja nachher meine Kollegin drüber reden. Es gibt keine Alternative dazu, zu diesem grünen Pass und zu dem, was ihr, Sie, Frau Bundesministerin, mit dem Regierungsteam und mit unserem Kanzler und Vizekanzler auf den Tisch gelegt haben. Wenn wir aufsperren wollen, es gibt nur die eine Initiative, dann bleiben wir halt bis Ende Juni nochmal zu. Wisst ihr, wie es der Tourismuswirtschaft geht? Ich getraue mir das wirklich zu sagen, 90% derinnen haben keine Ahnung davon. Aber meine Familie und die ganzen Touristiker, 90.000 Betriebe österreichweit, die leben von denen. Über 9 Monate ist der Tourismus zu. Und wir bekommen jetzt endlich eine Regelung, wo wir jetzt Gott sei Dank früh genug aufsperren können. Und zwar mit gewissen Vorschriften, sodass wir im Sommer eine schauen können und schauen, dass wir den Sommer ordentlich drüber kriegen. Mit der Begleitung des Impfen, des Testens und wie gesagt der Genesenen. Und wenn ich da eine gewisse Fraktion anschaue, genau vor mir und von diesen zwei Klassengesellschaft redet, viele, viele kenne ich von uns und auch von euch, liebe freiheitlichen Kollegen, die in ferne Länder gereist sind. Ich habe mich noch keinen aufregen hören, weil er nicht fahren hat können, weil er nicht eine gewisse Impfung hat nehmen müssen, weil sonst hätte er dort nicht hinfahren können. Das ist alles okay. Aber wenn man ein Haus selber schaut, dass eine Ordnung ist und dass man die Tourismuswirtschaft und dass man die Mitarbeiter drinnen schützen, dann ist es nichts in Ordnung, weil das Politik ist. Politik hat in dieser Krise nichts zu suchen, aber das verleugnet sie. Dieser Pass ist für uns Tourismusbetriebe deshalb so wichtig, damit es unkompliziert und einfach ist. Und ich sage es euch, wie es im letzten Jahr gewesen ist, im Herbst, weil da an der Adria unten die Zahlen in die Höhe geschossen sind, bei uns noch in der Ordnung waren, in Kroatien und so. Da haben sich die Hoteliers in Kärnten überlegt, ob sie überhaupt jemanden nehmen, wenn er von unten heraufkommt, damit er nicht angesteckt wird. Es geht um den Schutz unserer Mitarbeiter. Und meine Redezeit ist nicht mehr allzu lang und ich sage euch, von was wir Touristiker am meisten Angst haben. Soll ich euch sagen, von was? Die Pandemie hat diese Regierung mit unserem Kanzler und Vizekanzler mit dem Team so drüber gebracht. Lest die deutschen Zeitungen, die wären froh, wenn sie so eine Regierung hätten. Lest die italienische Zeitungen, fragt die Südtiroler. Die taten sich alle 10 Finger ablecken, wenn sie so eine Regierung hätten wie mir, die der Wirtschaft so drüber hilft und den Arbeitsmarkt. Wir sind ein Beispiel dafür. Und ich sage euch auch als Wirt und nicht nur als Abgeordneter, von was wir am meisten Angst haben. Vor den Corona-Verweigerern, also an Menschen als wie Sie, Herr Kickel, und Sie, Frau Polakowitsch. Ich sage euch ganz ehrlich, wisst ihr, was ihr schürt? Nächste Woche oder übernächste Woche am 20. wenn Leute vor der Tür stehen, die gewissen Corona-Verweigerer, die pflegen die Mitarbeiter im Tourismus an, weil sie nicht eine dürfen. Munitioniert von euch. Schämt euch dafür.